Hey, die Strahlen kommen ja von oben. Ich gehe einfach nach oben. So einfach geht der Shit. Verdammt. Naja, ein bisschen unkonventionell, aber man versucht ja irgendwie durchzukommen. Ich bin nicht so der perfekte Typ, der so richtig krass in diesen Spielen ist. Hier komme ich leider nicht durch. Das ist halt die Psyche von Süppig 16. Die alles andere als gut war. Zumindest zu einem späteren Zeitpunkt. Wow.
Sehr gut. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Heute widmet ihr euch der Erhaltung unseres Credos. Wir sind Assassinen. Erinnerung 3, Abstergo. Brich bei Abstergo ein, sammle Infos und komm wieder raus. Abstergo, einen Moment bitte. Marnie, kannst du morgen Abend meine Kinder nehmen? Ich habe ein Date. Sag das nicht so laut, ich bin im Büro. Aber im Ernst, bei meinem Glück bin ich um 7 zurück. Moment. Abstergo, kann ich Ihnen helfen? Alles andere als gut aus. Seit Jahrhunderten führen wir Krieg gegen die Templer. Eine geheime Gesellschaft mit dem Ziel, die Menschheit zu kontrollieren. Abstergo ist ihre Fassade, der Ursprung der unsichtbaren Hand, die die Welt umfasst. Wonach soll ich suchen? Alan Rickens Computer. Ich brauche Informationen zu einem Programm namens Animus Projekt. Schade. Oh, fuck. Ja, hab ich nicht richtig nachgeguckt. Thank you.
Wow. War ich zu langsam. Zu langsam. So, jetzt müsste links gleich. Ne, rechts geht vor, okay. Oh, ich habe gerade Probleme mit der Steuerung. Das ist nie gut. Ja, gut, okay. Schon. Wow. Die Anspannung ist groß. So. Oh. Okay. So, du gehst jetzt rein. Und jetzt kann ich gehen. Genau, und ganz schön mies, dieses Ding. Okay, dann da. Okay, das ist jetzt nicht so krass. Ja. So. Komm schon. Oh Gott. Fähigkeit aktiviert. Das lesen wir direkt mal. Januar 2008, Besprechung zum Fortschritt der Abstergo-Laboreinrichtung im ersten Quartal Animus-Projekt Vatikanstadt. In Kürze, Antrag auf Bereitstellung von 25% des Abstergo-Jahresbudgets von 960 Millionen Dollar für Forschung und Entwicklung des Projekts bewilligt. Das bedeutet eine Erhöhung um 50%. Personal in den neuen unterirdischen Laborbereich gezogen, nachdem erste Testläufe mit dem neuen Gerät erfolgreich waren. Gerät arbeitet mit niedrigem Energieverbrauch. Größe des Geräts im Vergleich zum Vorläufer um 30% verringert. Bei diesem Fortschritt ist in Zukunft ein tragbarer Animus nicht undenkbar. Anvisierte Verfahrenerinnerung während der Testläufe mit einer Erfolgsrate von 86,7% erreicht. Eine weitere Übertragung von der Assassinenfähigkeiten wird vorbereitet. Suche nach der Vorfahren-DNA des Schlüsselkartografen läuft weiter. Die Details besprechen wir nächste Woche persönlich. Warren Wittig.